Ja, der Kommissar ermittelt wieder, ihr Masken. Für die Befragung kochte ich mir einen Bohnenkaffee. Der fremde Mann stellte sich vor mit Namen Onkel Alfred. Fatty Norris hatte ihn mit Spendengeldern beauftragt, um mit rechtlichen Mitteln das Geld der Schwester zu rauben. Deshalb wohl der Besuch bei den drei Fragezeichen. Mit ihrer Hilfe konnte er vielleicht den Plan erreichen. Doch was wollten diese Inder? Ich suchte einen roten Faden und bemerkte die Tabletten, die noch auf dem Boden lagen. Lady X, wie ich sie nannte, setzte den Anwalt unter Drogen und hat dem sabbernden Wrack dann all sein Hab und Gut gestohlen. Die Lösung des Rätsels fiel mir wie Schuppen von den Augen, nur in der Forensik konnte man so gute Drogen rauben. Mir fiel direkt jemand ein, der seine Tage da absaß, also besuchte ich den Herren mit dem Namen Baraka. Der Bus fuhr mir zu langsam und das Taxi war teuer, also Turbo Boost im Rollstuhl, aus dem Auspuff drang Feuer. Im Nebel rollte ich los, keine Sterne zu sehen, eine Straße entlang, nur von Laternen umgeben. Mit Hut und Trenchcoat bekleidet, direkt zum Irrenhaus. Ich erreichte den Gitterzaun und das Licht ging aus. Da ein gellender Schrei, dann ein Alarm mit Sirene. Blutende Pflege rannte mir entsetzt voll Panik entgegen. Was zur Hölle war hier los? Rauch drang aus den Etagen. Wie es aussah, war ich mitten in den Aufstand geraten. Ich zog meine Walter und setzte diesen Bastarden zu. Denn ich schoss auf alles, was eine Zwangsjacke trug. Das alles geschah aus Notwehr, der Richter wird mir verzeihen. Nachdem draußen Ruhe herrschte, wagte ich mich hinein. Drinnen war es stockfinster, meine Räder rollten quietschend, zu hören war nur ein Flüstern. Ich kann deine Fotze riechen. Erschrocken drehte ich mich um, mit der Pistole im Anschlag, und siehe da, hinter mir stand er, Mimon Baraka. Er blickte panisch auf und danach floh er nach draußen. Unterm Arm trug er eine leicht verrostete Schaufel. Vermutlich wollte dieser irre Typ Irene ausgraben, um im englischen Garten mit ihr ein Tänzchen zu wagen. Keine Bewegung und dat, brüllte ich und lud die Waffe. Und jetzt komm mit, du Maske, bevor ich dich blutig schlage. Bald kommt mehr vom Kommissar, der auf Sportfelgen rollt, und dann erfahrt ihr auch das Ende, denn Fortsetzung folgt.